Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Heute geht es um die Vorstellung der Zink-Kohle-Batterie, genauer gesagt um deren Entwicklung und den chemisch-physikalischen Hintergrund der Zelle. Zu Beginn werde ich etwas über den Aufbau des Vortrags sagen. Am Anfang komme ich zu der Erklärung, was überhaupt eine Zink-Kohle-Batterie ist und wie sie entstanden ist. Dann komme ich zum eigentlichen Aufbau der Zelle. Im nächsten Schritt werde ich die Vor- und Nachteile der Batterie erklären und auch diskutieren. Außerdem werde ich im Vergleich dazu andere Energieträger nennen und die mit der Zink-Kohle-Batterie vergleichen. Nun übernimmt mein Kollege mit dem chemikalisch-physikalischen Hintergrund der Zelle. Als Einstieg wird er die stattfindenden chemischen Reaktionen darstellen und erklären. Gegen Ende wird dann die Frage, wie viel Energie eine solche Zink-Kohle-Zelle liefert, mit einem rechnerischen Beispiel abgeschlossen. Nun kommen wir zu dem Abschnitt, was ist eine Zink-Kohle-Batterie? Im Jahre 1865 patentierte der Physikochemiker George Leclanger das nach ihm benannte Leclanger-Element. Auf dieser Abbildung hier ist das sogenannte Element sichtbar. Damals besaß es noch einen flüssigen Elektrolyt, was es eher weniger praxistauglich machte. Die Weiterentwicklung daraus war dann später die weit verbreitete Zink-Kohle-Batterie. Dabei handelt es sich um ein primäres galvanisches Element zur Speicherung und Abgabe von chemischer Energie. Bis in die 1970er Jahre war die Zink-Kohle-Zelle in allen Elektrobereichen sehr weit verbreitet, da sie sehr günstig zu fertigen war. Heute sind sie vereinzelt noch in Fernbedienungen und in Game-Controllern im Einsatz. Nun kommen wir zum Aufbau der Zink-Kohle-Batterie. Die Anode, in diesem Fall der negative Pol, besteht aus einem Zinkbehälter, der die restlichen Bestandteile der Zelle beinhaltet. Die Kathode, in diesem Fall der Pluspol, besteht aus einem Graphitstab, der stromleitend ist. Ummantelt wird die Kathode von einem Graphit-Braunstein-Gemisch, der ebenfalls ein Teil der Kathode ist. Hier in der Abbildung gelb dargestellt ist der Elektrolyt. Dieser besteht aus einer 20-prozentigen Ammoniumfluoridlösung, die mit Zellulose gebunden ist. Nun kommen wir zu den Vor- und Nachteilen der Zink-Kohle-Zelle und den Vergleich mit anderen Energieträgern. Nun, als Vorteil ist, dass diese Zelle relativ günstig in der Herstellung ist und dass es eine große Auswahl an Formen gibt, also Formen und Größen. Außerdem gibt es eine sehr hohe Verfügbarkeit an Ressourcen und somit ist die Produktion in jedem Bereich der Welt ziemlich einfach. Die Nachteile überwiegen in diesem Fall. Bei dem Entladungsvorgang der Zelle löst sich die Anode auf und dementsprechend ist die Batterie nicht auslaufsicher. Außerdem ist sie relativ temperaturempfindlich und hat auch einen sehr schlechten Wirkungsgrad im Vergleich zu anderen Batterietypen. Außerdem ist die Energiedichte sehr gering, was wiederum den schlechten Wirkungsgrad ausmacht. Und als letzten Nachteil, diese Zelle ist nicht aufladbar. In der unteren Tabelle habe ich jetzt den Vergleich der unterschiedlichen Bauarten mit Hilfe einer Mignon-AA-Batterie dargestellt. Diese hat eine Spannung von 1,5 Volt. Und wie wir hier sehen, zum Beispiel die Weiterentwicklung der Zink-Kohle-Batterie, die sogenannte Alkali-Mangan-Batterie, hat schon fast das Doppelte der Kapazität und auch das Doppelte der Energieabgabe. Und auch die wiederaufladbare Variante, die sogenannte Lithium-Ionen-Technik, hat ebenfalls fast oder mehr als die doppelte Kapazität wie eine Zink-Kohle-Batterie und auch das Doppelte an der Energieabgabe. Ich möchte euch jetzt erstmal sagen, was für chemische Reaktionen in der Batterie stattfinden. Und zwar ist es so, in der Anode, welche den Minuspol darstellt, diese besteht aus einem Zinkbecher. Zink, wie wir alle wissen, ist ein unedles Element. Das heißt, es gibt leicht Elektronen ab. Hier findet in der Anode statt, dass Zink zu Zink 2 plus und 2 Elektronen reagieren. Die Kathode bildet den Pluspol. Und hier ist es so, dass diese aus Graphit besteht, in Verbindung mit einem sauren Elektrolyten und Mangan
4-Oxid. In diesem Fall ist es so, dass ja, das Graphit gar nicht reagiert, sondern halt der saure Elektrolyt und das Mangan-4-Oxid. Und hier findet auch die Entladung statt. Also wie wir hier an der Reaktionsgleichung sehen können, ist zu sehen, dass zwei Hydronium-Ionen mit zwei Mangan-4-Oxid und zwei Elektronen zu Mangan-3-Oxid und Wasser reagiert. Die Nachlieferung von Hydronium-Ionen findet durch den eigentlichen Elektrolyten Ammoniumchlorid statt. Und hier ist es so, dass das Ammonium mit Wasser, mit dem bereits in der Kathode gebildeten Wasser, reagiert zu Ammoniak und weiteren Hydronium-Ionen. Und hier kommen wir jetzt einmal auf eine kleine Problematik bei der Batterie zu sprechen. Und zwar ist es so, dass das gebildete Zink, die gebildeten Zinkionen, würden sozusagen die Anode abschirmen und somit weitere Reaktionen verhindern. Deshalb hat man auch Ammoniumchlorid als Elektrolyt gewählt, da Zink 2 plus mit dem entstehenden Ammoniak und den Chloridionen einen unlöslichen Komplex bildet. So, die Gesamtreaktion seht ihr hier auch noch einmal. Da ist zu sehen, dass Zink mit Mangan-4-Oxid und Ammoniumchlorid zu Mangan-3-Oxid und dem unlöslichen Zinkkomplex reagiert. Okay, kommen wir jetzt zu dem Rechenbeispiel. Hier beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viel Energie gibt die Batterie ab? Wir gehen davon aus, dass wir eine Standardbatterie haben, und diese hat eine Masse von 3,6 Gramm Zink in der Batterie. Und im ersten Schritt berechnen wir die Stoffmenge an Zink in der Batterie. Dies tun wir mit folgender Gleichung. Stoffmenge ist gleich Masse durch die molare Masse. Und das sind dann die 3,6 Gramm durch 65,38 Gramm pro Mol, was dann einer Stoffmenge von 0,055 Mol entspricht. Im folgenden Schritt wenden wir die Gleichung an. Stoffmenge ist dann gleich die Stromstärke mal Zeit durch Anzahl der Ladungsträger mal die Faraday-Konstante. Und diese Gleichung stellen wir um nach Stromstärke mal Zeit ist dann gleich Stoffmenge mal die Anzahl der Ladungsträger mal die Faraday-Konstante. Das ist dann, wie wir vorhin bereits schon die Stoffmenge berechnet haben, 0,055 Mol mal die zwei Elektronen, die in der Reaktion dann übertragen werden, mal die 96.485 Ampere-Sekunden pro Mol. Das entspricht dann 10.625 Ampere-Sekunden. Im letzten Schritt berechnen wir die elektrische Energie mit folgender Gleichung. Ist dann die elektrische Spannung mal die Stromstärke mal die Zeit. Und wir gehen davon aus, von einer Spannung von 1,5 Volt mal die vorhin berechnete Stromstärke mal Zeit, also 10.625 Ampere-Sekunden. Und das entspricht einer elektrischen Energie von 15.938 Joule, was ungefähr 16 Kilojoule entsprechen würde. Okay, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.